Ein wunderschönes Hallo bei einem Video außerhalb der Reihe. Ich nehme ja normalerweise keine solche Tutorials oder Tipp-Trick-Videos oder wie man sie nennen möchte auf. Hier hat es mich allerdings interessiert. Also die Thematik, es kam ja dann irgendwann mal die Fischfarm. Vorher gab es nur hier diese Angler und dann gab es die Fischfarm, die dasselbe produzieren, nämlich Fisch. Und ich wollte jetzt einfach mal herausfinden in einem Test, der Titel sagt ja, wer wie viel produziert, beziehungsweise wie sie gegeneinander aussehen. Und das ist logischerweise auch immer temporär, soll heißen, ich bin jetzt in der Version, hier unten links sieht man es, 1.1.6645. Kann natürlich sein, dass sich das mit einem Update oder sonst irgendetwas nochmal ändert. Dieser Test gilt halt auf jeden Fall für diese Version. Und wenn sich nichts ändert, dann auch für die späteren. Es war ein Riesenaufriss, das Ding hier zu bauen. Man glaubt es gar nicht. Weil zwischenzeitlich auch mal das Dorf hier abgestorben ist und alles hin und her. Das, ja. Und dass ich, bis ich überhaupt hier die Leute hier hinbekommen habe und mir auch zwei relativ gleiche Leute ausgesucht habe. Ne? Hier beide gelernt, hier mit dem Buch daneben, beide ungefähr im selben Alter. Es war auch schwierig. Ich hoffe, die Stats sind auch ungefähr dasselbe. Ja, gut, Klamotten. Aber das holen sie sich nach. Die sind nämlich auch hier drin. Hier hat sich schon jemand eine Klamotte geklaut. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Ich denke nicht, dass sie jetzt im Test 14 Klamotten verbrauchen werden. Ich bin gerade verwirrt, warum hier Holzkohle drin ist. Das ist aber Wurst, denn die beiden Leute sollten auch genug Holzkohle drin haben. 95 und hier sind es auch nochmal 95. Und auch der Fischbestand ist ungefähr derselbe, 265. Und hier, nein, auch 265. Sprich, die beiden starten einfach mit denselben Voraussetzungen. Und ich hoffe eben auch, dass es so klappt, wie ich es mir vorstelle, dass der Fisch von dieser Fischstätte hier auch in diesem Lager gelagert wird. Selbes gilt für diese Fischstätte in diesem Lager. Das war auch ein Aufriss, die so zu bauen, dass die vom Abstand her gleich sind. Die Häuser zu den Lagern haben dieselbe Entfernung, die Häuser zu den Städten auch. Wer jetzt genau hinschaut, wird sehen, na Moment mal, der Eingang zum Anglerhaus ist ja etwas näher dran. Diese Unschärfe fand ich aber in Ordnung, weil es ja in gewisser Weise keine Unschärfe vom Aufbau her ist, sondern es ja von den Städten her gegeben ist. Diese Anglerstädte baut man nun mal auf dem Land teilweise und dieses Ding, die Fischfarm, baut man logischerweise nur an der Küste. Hätte ich jetzt also den Weg zu den Häusern gleich gebaut, hätte ich die Voraussetzungen von den jeweiligen Städten verändert. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Ne, also die sind ja so konzipiert, dass die diesen unterschiedlichen Weg haben. Gut. Ich habe hier auch den Weg gekappt, damit die beiden hier nicht irgendwie mal jups die Hai woanders hinlatschen. Oder irgendwelche anderen Leute mir da einen Strich durch die Rechnung machen. Zur Vorsicht werde ich auch noch Fisch blockieren. Hinten im Dorf gibt es eh nicht gerade so viel. Die sollten mit dem Gemüse zurechtkommen, damit auch der Fisch im Lager bleibt und die nicht aus irgendeinem Grund mal auf die Idee kommen, den nach Hause zu schleppen, obwohl sie da genug haben. So. Erster Schritt wird sein, die nochmal hier rüber zu ziehen als Handwerker und das Ding zu Ende zu bauen. Es ist noch nicht fertig und das ist auch eine Schwierigkeit, weil die Fischfarm ja, sobald sie fertig ist, anfängt Fisch zu produzieren. Und ich möchte ja möglichst einen gleichen Start haben, damit ich sagen kann, ab jetzt gilt die Zeit, wo beide produzieren sollen. Da wird es eine kleine Unschärfe geben, weil logischerweise die Fischfarm fertig wird und ich dann die Person umziehen muss und die werden dann auch dort umherlaufen, beziehungsweise ich mache nur den einen zum Bauarbeiter. Ich hoffe nur, das klappt jetzt auch. Wer ist er? Er ist der Handwerker. Und er hat nichts zu tun. Super, das hat super funktioniert, das freut mich. Genau, dann wird er da hinten stehen und dann kann ich beiden sagen, dass der Start beginnt sozusagen. Also baue ich es hier nochmal ganz schnell zu Ende. Ich starte das hier und starte das hier und das hier. Ach, das ist noch nicht ganz zu Ende, ist aber wurscht. Was macht er jetzt?
Er läuft einfach nur doof rum. Du kannst aufhören. Jetzt machen die da noch. Das ist okay. Was macht er überhaupt? Baut der jetzt, weil er nichts zu tun hat, noch den Boden fertig oder was? Nö. Er guckt einfach anderen bei der Arbeit zu. Nö, das ist ja mal wunderbar. Das ist nicht mehr allzu oft oder allzu viel, was passieren sollte. Und ist es jetzt auch okay, denke ich, dass der eine arbeitet etc. Die starten ja beide trotzdem nach wie vor mit den beiden. Die werden ungefähr dasselbe futtern. Und auch so ist es ja ein Überschuss. Das heißt, die Anzahl ist nicht abgezählt, sondern ich hoffe, dass es einfach meilenweit ausreicht und die gar nicht weiter Fisch brauchen müssen. So, ich beschleunige das Ganze mal einfach, damit die Bude schneller fertig wird. Building is almost full. Ja, das ist okay, das passiert. So. Moment. Es nähert sich dem Ende. Ich weiß nicht, warum der Hansebubble jetzt hier drüben steht. Das ist doof. Kann ich dem jetzt schnell sagen, dass er rüberlatschen soll? Na komm. So. Es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht fertig. Sehr gut. Denn ab dem Moment, wo es fertig ist, zählt es ja logischerweise. So. Jetzt habe ich schnell mal pausiert. Sehr gut. Ich kann den hier abziehen und zu einem Fischer machen. Da ist dann auch einer drin. Sehr, sehr gut. Das Ding können wir auch starten. Und ich würde dann einfach mal, wenn das jetzt hier schon geht, muss ich gleich gucken. Jawohl, geht. Die Zeit stoppen. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Minute und schauen uns dann den Output an. Das sind ja hier, dadurch, dass ich es mal 10 gemacht habe, 10 Minuten Spielzeit. Also, starte ich ab jetzt. The building is almost full. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert nur Fisch. Hier wird produziert. Der ist schon im Vorsprung mit 9 Fischen tatsächlich. Er steht doof darum, 5 Fische. Das scheint sich ja schon mal abzuzeichnen, wer da die Überhand hat. Überhand, Vorderhand, die Rückhand. Du weißt, was ich meine. 10 sind es jetzt in der Fischfarm und hier sind wir schon bei 18, wenn ich das richtig... Oh, noch schon mehr. Hier ist noch gar nichts ins Lager gebracht. Da kommt der erste Fisch ins Lager. Wir haben also 13 zu 26. Das Doppelte innerhalb von 10 Minuten. Das überrascht mich. Das überrascht mich tatsächlich echt. So. Die letzten Sekunden... Und stopp mal kurz. Wie ist der Stand der Dinge? Hier haben wir 39 Fisch in der Bude. Das ist ordentlich. Im Vergleich zu 13. Hoppla. Das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet. Das ist einfach mal das Dreifache innerhalb von... Ja. Was es dann sind, 10 Minuten. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Interessant. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal 10 Minuten, dann ist der Unterschied vielleicht noch deutlicher, wenn ihr nichts dagegen habt. Also auf 3, 2, 1 und los. Da wird weiter produziert. Ja, der Building ist almost full, das ist okay. Ja, das ist auch das Schöne. Hier gibt es auch gar keine Animation. Der rennt einfach nur links und rechts und gut ist. Hat jetzt wieder Fisch in die Bude gebracht. Es kommt ja auch logischerweise darauf an, was im Lager ankommt. Ne? Also wenn hier irgend noch was darüber ist, ist es ja eigentlich fast uninteressant. Hier sind schon wieder 10 Stück. 52 bei dem im Vergleich zu 26. Ja, ich befürchte, das wird ziemlich deutlich. Ein ziemlich deutliches Ergebnis. So, die letzten Sekunden für die 10 Minuten, das ist witzig. Und dann schauen wir nochmal, wie der Stand der Dinge ist. Und zwar jetzt.
glaube ich. Der Timer hat gerade gesponnen, aber es kommt, ist ja eh wurscht, wie lange es ist ungefähr. Weil sie ja gleich gestartet haben. Hier ist pausiert, super. Also, schauen wir uns an. 65 zu 39. Ja. Das ist nach wie vor fast das Doppelte. Ich glaube, der wollte gerade, ja, genau, gerade das Zeug rüberbringen. Ja. Ich würde fast sagen, das ist ein deutliches Zeichen, wer da jetzt gewonnen hat. Logischerweise die Angelleute. Der große Vorteil nach wie vor bei den Fischfarmen ist allerdings, und den kann man, darf man nicht vernachlässigen, hier braucht es eigentlich keine Person. Hier braucht es nur Leute, um den Fisch abzuholen. Und ich habe es teilweise so gemacht, also in dem eigentlichen Let's Play zu Forest Village und nicht in diesem Tipp-Trick, aber hier habe ich es auch gemacht, egal, dass ich die Fischfarm einfach produzieren lasse und dann nach einer Zeit hole ich das Zeug einfach ab. Dadurch spare ich mir Arbeitskräfte. Hier muss ja permanent eine Person angeln, sonst kommt da kein Fisch, hier kommt er von alleine. Trotzdem ist das, also hier die Fisherman's Lodge, also die Fischbude, doppelt so schnell. Also tatsächlich doppelt so schnell. Und ich bin überrascht, dass die, wie gesagt, gleich so viel schneller ist. Ich hatte den Verdacht, dass sie ein bisschen schneller ist. Aber doppelt so schnell ist eine ordentliche Ansage. Nun gut. Ich glaube, das war's dann auch wieder von dem Tipp und Trick. Ich bin ein bisschen ernüchtert, dass er jetzt so schnell gegangen ist und sich so schnell so deutlich abgezeichnet hat. Aber gut, ich meine, man könnte es jetzt noch 100 Minuten laufen lassen und es wird einfach doppelt so sein. Wir haben bei zwei Testpunkten, also ne, nach den ersten 10 Minuten und nach den zweiten 10 Minuten geschaut und es ist jedes Mal doppelt so viel und da wird sich auch nichts dran ändern. Vorausgesetzt hier, die Gegebenheiten sind optimal. Ja, ich hoffe, das Tipp und Trick hier hat jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Man hätte sicherlich auch irgendwelche Stats im Code oder sonst wo rauslesen können, aber ich denke, so ist es ein bisschen anschaulicher. Und wenn ich irgendetwas hier bei dem Test nicht beachtet habe, dann gerne Bescheid geben. Ich war bemüht, alles irgendwie so fair wie möglich zu machen. Sprich, zwei Häuser, damit es da nicht zu Unschärfen kommt. Die Wege gleichgesetzt, die Häuser gleichgesetzt, die Nahrung auch gleichgesetzt und ungefähr dieselben Menschen. Die wird man nicht hundertprozentig gleich bekommen, das ist klar. Aber möglichst alles fair und gleich aufgeteilt auf die beiden Buden, um da einen repräsentatives Ergebnis zu bekommen. Ne? Deshalb auch fernab von der anderen Zivilisation hier drinnen. Gut. Aber ja, wie gesagt, ist ein deutliches Ergebnis. Die Angelbude ist doppelt so schnell wie diese Fischerbude. Die hat aber den Vorteil, dass sie eigentlich keine Person braucht, sondern nur zum Abholen. Muss man dann überlegen. Gut, also, wie gesagt, falls ihr was gesehen habt, irgendeinen Fehler, den ich nicht bedacht habe, gerne Bescheid geben. Ansonsten vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.